eine Elektronik, die ist defekt. Die möchte ich ganz gerne reparieren. Die habe ich auch schon durchgemessen und ja, ist ein Kondensator kaputt gegangen. Den habe ich auch schon bestellt und jetzt möchte ich natürlich die Elektronik auch reparieren. Hier, da ist er. Beinchen habe ich auch schon passend gebogen. Jetzt muss ich nur schauen, wo er denn dann auch hinkommt. Ah ja, hier. So, reinstecken. Ja, und dann kann ich das Bauteil auch schon wieder festlöten. Wobei, ich nehme jetzt erst nur ein bisschen. Ich setze nur so einen kleinen Punkt, bevor ich die Lötstelle. Na, komm schon. Ja, das Lötzinn. Lötzinn ist natürlich ganz wichtig, um das Ganze dann auch einzulöten. So, und jetzt nur so einen kleinen Punkt, da brauche ich nämlich keine dritte Hand und dann setze ich gleich die Lötstelle schön sauber. So, prima, sitzt schon. So, und Löten ist ja nicht nur in der Elektrotechnik wichtig, hier beispielsweise bei Platinen, sondern auch als Fügeverfahren für Bleche etc. Wobei, ich habe das schon mal bei einer Heizlampe gesehen, da hat es mich schon gewundert, dass man die an dieser Stelle weich gelötet hat. Den nehme ich mit und auch einen Lappen stecke ich mir schon mal ein, denn ich möchte heute das Vorderrad wieder anbauen und natürlich noch weitere Sachen machen. Es geht um den 55er, das Fahrzeug, das beim Vorbesitzer unkontrolliert ausgegangen ist. Und ich habe schon einiges an Reparaturen auch an dem Fahrzeug gemacht. Für diejenigen, die neu dabei sind, schaut gerne bei mir auf dem Kanal nach. Unter dem Stichwort der 55er findet ihr alle Teile. Und beim letzten Mal habe ich ja das Schwungrad wieder auf die Kurbelwelle geschoben und dann auch verkeilt mit dem Nasenkeil. Und ich möchte natürlich auch mal ausprobieren, sitzt das alles, passt das alles. Aber dafür muss ich erst den Schlepper komplettieren. Damit starte ich jetzt und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Ich fieber schon den Moment entgegen, wann ich das Fahrzeug endlich starten kann. Und so geht es dann wieder einen Schritt in die richtige Richtung, nämlich den Bulldog auch zu komplettieren. Hier nehme ich das Rad und stelle es möglichst nah auch an den Achsschenkel dran, sodass ich es dann auch sauber auf die Narbe von den Achsschenkel befestigen kann, aber nicht ohne Schrauben und Werkzeug. Die nehme ich mir natürlich und jetzt gilt es, die Felge erstmal sauber auch so zu drehen, dass dann die Löcher für die Schrauben auch passend stehen. Und dazu hatte ich mir den Schraubendreher eingepackt. Der ist ein bisschen schmaler als der Durchmesser der Schraube und dann kann man das sehr komfortabel auch positionieren. Und wenn die erste Schraube sitzt, dann ist es auch eigentlich kein Problem mehr. Wichtig ist es, finde ich, die Gewinde auch nachzuschneiden, so wie ihr das von mir kennt. Ich habe das hier bei den Schrauben und auch bei den Gewinden in dem Achsschenkel gemacht. Die Schraube selber ist sicherlich keine Schwierigkeit. Beim Achsschenkel muss man schon ein wenig aufpassen, denn dort ist ja auch sehr viel Fett drin. Und wenn sich dann ein Span löst, dann muss man schon sehr sauber arbeiten, damit das Ganze nicht hakt und auch die Gewinde nicht irgendwie Schaden nehmen, wenn dort eine Schraube eingedreht wird. Wenn das aber alles passt, dann kann auch das Rad einwandfrei montiert werden und ihr seht, das meiste ziehe ich tatsächlich auch von Hand an. Die Schrauben gehen dann butterweich auch in ihren Sitz, sodass ich dann nur noch, sobald alle Schrauben sitzen, die dann auch mit der Knarre erstmal so festziehen, dass das Rad nicht noch von der Narbe rutschen kann, denn letztendlich muss ich ja den Schlepper vorne runterlassen und muss das Ganze schon zumindest so fest anziehen, dass es nicht passieren kann, dass das Rad in irgendeiner Art und Weise, wenn Druck drauf kommt, schief steht. Wenn die Arbeit erledigt ist, möchte ich natürlich den Schlepper wieder ablassen. Dazu nehme ich einen hydraulischen Kraftheber, um dann auch den Bullock hochzupumpen. Und ihr seht, ich nehme
immer Holz dazwischen, um einfach auch die Fläche zu vergrößern. So ein hydraulischer Jack, der hat eine relativ kleine Fläche. Bei einer Vorderachse ist das noch nicht so wild, aber gerade dann, wenn ich einen Bulldog am Getriebe hochheben möchte, dann kann die Fläche schon mal zu klein sein für das Gewicht und dann könnte im schlimmsten Falle das Gehäuse Schaden nehmen. Das möchte ich natürlich nicht. Der Unterstellbock kann an die Seite und jetzt kann der Schlepper auch schon wieder abgelassen werden. Der Schlepper steht wieder komplett auf seinen Rädern, Reifen. Was ich jetzt natürlich noch mache, ist den vorderen Bereich hier ein wenig zu strukturieren, aufzuräumen, die Sachen, die ich nicht mehr benötige, dann auch wegzupacken. Das Rad ist jetzt fest und ich ziehe jetzt alle Schrauben nochmal mit der Ratsche der Knarre dann auch nach, dass sie wirklich festsitzen, denn jetzt kann sich das Rad nicht mehr drehen und die Kraft geht voll in die Schraube. Was ich jetzt noch benötige für den nächsten Schritt ist anderes Werkzeug. Dazu baue ich den Steckschlüssel um und ich nehme eine Schlüsselweite 22. Ich brauche die Radkappe, ja, Draht und auch eine Kombizange. Alles schon mal hinlegen für den nächsten Schritt. Das Vorderrad ist fest und ich habe es jetzt so festgezogen, wie man das auch macht. Also erst die Schrauben gegenüber und dann nochmal einmal im Uhrzeigersinn, bis dann alle Schrauben fest sind. Und ich habe jetzt gesehen, bei den Schrauben selber gibt es keine Sicherheitsmechanismen. Das heißt, es sind keine Federringe verbaut oder heutzutage hat man das ja auch bei den PKWs, wo ein Konus ist, der die Schrauben dann letztendlich sichert. Aber das ist hier bei diesen Schrauben nicht, sondern die weisen in dem Sechskantkopf ein Loch auf. Das heißt, diese Schrauben werden mit Draht gesichert. Und wie das gemacht wurde, dazu gab es dann ja auch in den Unterlagen zu den Bulldogs dann auch Informationen, auch aus dem Hause Lanz. Das schauen wir uns einfach mal an. Hier ist jetzt einmal die Darstellung, wie dann letztendlich auch Schrauben gesichert wurden, sei es jetzt mit Kronmutter, hier seht ihr das mit den Splinten und dann natürlich einmal auch die Bebilderung. Diese Art von Versplintung der Schrauben wäre falsch und hier sehen wir einmal den Bereich, wo dann letztendlich auch der Splint komplett durchtaucht und dann, so wie ich es dann an dem Hauptlagerdeckel auch gemacht habe, die Schrauben dann auch versplintet wurden. Ähnliches gibt es natürlich hier auch mit der Drahtsicherung und das sehen wir hier unten. Hier seht ihr einmal, dass diese Skizze falsch ist. Also der Draht geht jetzt durch die Schraubenköpfe durch und ist natürlich falsch. Die Schraube selber würde sich in dieser Richtung auch lösen. So sieht man das jetzt hier auch. Das heißt, diese Drahtsicherung, die würde die Schraube nicht sichern, sondern eher förderlich sein dafür, dass diese Schraube sich löst. Richtig wäre dann hier auf der rechten Seite. Das heißt, die Drahtsicherung geht jetzt durch die Schraube durch und taucht nicht hier unten ein, sondern hier oben und geht dann hier auf der anderen Seite weiter. Das heißt, die Schraube kann sich nicht lösen, weil sie durch diesen Draht und natürlich auch die Führung von der Schraube dann letztendlich auch gesichert ist. Das Schema der Schraubensicherung mittels Draht habe ich jetzt hier auch auf die Vorderradfelge übertragen, beziehungsweise auf die Schrauben hier mit dem Bindedraht und mit so einer Kombizange. Und ihr seht jetzt hier genau auch die Verbindung. Das heißt, der Draht, der geht dann hier durch und sichert jetzt die Schraube, dass sie sich hier lösen kann. Gleiches ist dann hier bei dieser Schraube auch. Das heißt, wenn die sich losdrehen wollte, dann ist hier der Draht dafür im Weg. Das funktioniert nicht. Ähnlich ist das natürlich hier bei dieser Schraube auch. Und darauf gilt es dann auch so zu achten, dass immer dann der Draht so gespannt ist, dass sich die Schraube nicht lösen kann. Hier unten sieht man das auch noch mal ganz schön. Das heißt, hier kann die Schraube sich nicht lösen. Falsch wäre gewesen, wenn ich mit dem Draht hier vorne hineingegangen wäre. Also da muss man schon so ein bisschen drauf achten, aber im Grunde genommen ist es natürlich auch abhängig dann von den Gewinden. Aber das sind ja alle Rechtsgewinde und dann sichert man auch so die Schrauben. Und hier vorne habe ich dann den Draht verdrillt, sodass nichts mehr passieren kann. Das heißt, jetzt kann ich hier auch ohne Probleme die Kappe wieder drauf machen und dann sind die Schrauben auch einwandfrei. Na komm schon. Einwandfrei auch gesichert, wenn er denn dann greifen würde. Ich habe übrigens alle Gewinde auch nachgeschnitten. Das kann ich jedem nur empfehlen. Und dann müsste das auch jetzt gleich. Na, ja. Also Gewinde nachschneiden würde ich immer machen. Dreck rausholen und dann kann man das auch beherzt anziehen, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendetwas passiert. Passt.
Es ist schon gut, dass der Schlepper wieder auf eigenen Beinen steht, also quasi alle Räder wieder dran sind und keine Stütze mehr unter dem Schlepper ist und auch das Schwungrad auf der Kurbelwelle sitzt. Toll ist auch gewesen, dass ich keinen neuen Keil benötige, denn meistens, wenn ich einen neueren Keil oder einen neuen Keil von der Stange nehme, den kann ich nicht 1:1 nehmen, den passe ich dann schon immer an und letztendlich ist es ja auch so, wenn der Keil, der gesessen hat, einwandfrei in Ordnung ist, kann man ihn weiterverwenden, nur wenn er irgendwie schadhaft ist, dann würde ich immer neuen nehmen, aber dann kann ich ja auch die Maße von dem alten abnehmen. So, und jetzt mache ich noch den Scheinwerfer. Den mache ich als allererstes jetzt fest. Gut, es müssen auch noch der Riemen auf das Schwungrad aufgelegt werden, damit der Windflügel auch im Eingriff ist. Aber jetzt fange ich erstmal mit dem Scheinwerfer an. Das ist schon gut gewesen, dass ich den Lampentopf abgebaut habe, auch wenn es immer ein bisschen mühselig ist, bis man dann letztendlich dahin kommt, wo man hin will. Aber das hätte definitiv mit dem Hebekran nicht gepasst. Und dieser Lampentopf selber, der hat hier unten auch noch, seht ihr das, eine kleine Dichtung. Das dichtet natürlich zum einen von der Lampenstange auch zum Lampentopf ab, aber es ist auch eine Schwingungsdämpfung, denn man muss sich ja vorstellen, die Glühbirnen haben ja Glühdrähte und wenn jetzt dort gar kein Gummi drin wäre und es 1:1 stark verbunden wäre oder ja ohne Gummi verbunden wäre, so ist es richtig, dann kann es sein, dass die Glühbirnen eher auch kaputt gehen. Aber jetzt ein bisschen vorsichtig, denn das Gummi ist auch schon alt. Ja, sieht aber ganz gut aus. Das Gummi ist auch schon ein bisschen alt. Ich möchte natürlich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise Schaden nimmt. Ja. So. Was dann natürlich hilft, ist immer ein bisschen Schmierseife. Das habe ich da auch drauf gemacht. Dann flutscht das ein bisschen besser und ja. Gucken wir mal. Das sieht ganz gut aus. Innen drin ist auch nichts verrutscht. So, das heißt, jetzt kann ich die Muttern oder die Schraube mit der Mutter auch wieder festziehen. Naja, sitzt ja auch alles schon ein bisschen länger. Auch ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt geht es also auch schon wunderbar. Ein bisschen ausrichten. Ja. Gucken wir mal, passt. Und jetzt dann natürlich auch festziehen. Was ich jetzt natürlich noch mache, ist, ich habe ja hier innen drin die Adern, ja, das reicht aber, die Adern markiert. Nur mit 1, 2 oder 3, aber das reicht ja auch vollkommen aus. Das ist das jetzt hier. Und da habe ich ja Gewebeband auch genommen. Das finde ich sehr gut. Das löst sich nicht so ohne weiteres. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich möchte es natürlich auch wieder abhaben, so wie es ursprünglich mal war. Ja, und das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr irgendwelche Adern habt, die ihr ja markieren wollt. Ich hatte das ja mal bei meiner Drehbank, die ich geholt habe, da passte das dann nicht einwandfrei, weil einfach die Markierungen losgegangen sind. Also wen das interessiert, ich verlinke euch ähnliches Material dann auch in der Videobeschreibung beziehungsweise das, was ich hier jetzt verwende. So, bisschen noch wieder zusammendrehen, dass dort kein Kurzschluss entstehen kann. Festziehen, ja, passt jetzt. Hier ist die, das ist Nummer 3, jetzt hier die Nummer 2. Auch abmachen. So. Das klebt sogar so gut, dass man es hier, ne, gar nicht vom Finger abkriegt. So, und jetzt hier. So, fertig. Der jetzt noch und dann nur noch der hier in der Mitte. Der ging jetzt schneller ab. So. Auch wieder ein bisschen verdrillen und dann ein bisschen muss ich hier tatsächlich lösen die Schraube. Ja, das geht sehr gut. Und es gibt auch unterschiedliche Scheinwerfer. Das ist ja jetzt einer, der hier unten auf der Lampenstange auch aufgesteckt wird. Es gab auch zum Beispiel welche, die wurden dann von hinten mit so einem Steckkontakt angeschlossen. So, jetzt sieht das alles gut aus. Fest ist auch alles. Dann hole ich mal die Streuscheibe.
Hier habe ich die Streuscheibe und diese Streuscheibe selber, da ist der Reflektor auch und hier sitzen dann die Glühbirnen und die Glühbirnen, da seht ihr die Kontakte. Die Kontakte werden dann gegen die Federn gedrückt und die Federn selber sind dann mit den Anschlusskabeln jeweils verbunden und jetzt hänge ich die Streuscheibe hier oben ein und drücke die dann hier unten auch gegen. Es muss schon ja dicht und fest sein. Ja, da sitzt er. Und jetzt gleich hier unten mit der Schraube fixieren. Ah, wo ist denn? Ah ja, da, genau. Schraubendreher. Und einen passenden habe ich hier in der Tasche. Jawohl. So, und jetzt, ups, kann ich prima zudrehen. Das passt jetzt alles. Die Schraubenschlüssel und Mausschlüssel stecke ich wieder ein und jetzt kann ich mich um den Riemenlauf bzw. um den Riemen kümmern, dass ich den auch um das Schwungrad wieder rumlege. Zum Auflegen des Riemens drehe ich jetzt den Schwungradkeil nach vorne und ja, ich muss noch den Sicherheitspfropfen am Zylinderkopf rausdrehen, dass ich den Bulldog bzw. das Schwungrad auch weiter durchdrehen kann. Die Verschlussschraube ist jetzt raus und jetzt muss ich nur darauf achten, dass der Riemen sauber eingefädelt wird. Mal hier oben, genau. Und ich habe das Schwungrad nach vorne oder den Nasenkeil nach vorne gedreht, weil ich da nicht so viel gegen die Kompression arbeiten muss, selbst wenn vorne der Stopfen auch draußen ist. Jetzt muss ich nur gucken, hier oben, dass der Riemen drauf liegt. Und dann lege ich hier den Riemen auch in die Rille vom Schwungrad. Und hier unten muss ich jetzt schauen, dass der, ja, ich sag mal, ein Stück hinter dem Schwungrad ist. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch das Schwungrad ganz leicht drehen. Und dann müsste sich der Riemen auch sofort sauber einfädeln. Ja, da ist er. Schwungrad steht auch wieder richtig. Nasenkeil ist hinten, dass ich dann auch den Motor passend vorölen kann. Und jetzt mache ich vorne die Verschlussschraube im Zylinderkopf erstmal wieder rein. Um den Riemen dann auf das Schwungrad zu legen, muss man nicht unbedingt hier die Sicherheitsschraube rausdrehen. Man kann auch gegen die Kompression arbeiten, aber ich habe es ganz gerne dann schon ein bisschen bequemer. Es geht auch einfacher und es ist ja auch nur diese eine Schraube und ja, handwarm. Und natürlich auch noch hier mit dem Maulschlüssel, der liegt noch vom letzten Mal anheizender. Ja, ein bisschen fest und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze verhält. Ich bin auch mal gespannt, wenn ich den Bulldog anheize, was dann da passiert. Und beim letzten Mal anheizen hat er auch ein bisschen Kühlwasser verloren, aber er scheint jetzt trocken zu sein hier vorne. Aber das ist erstmal zweitrangig, muss ich mir in erster Linie nochmal die Heizlampe ansehen. Bei der Heizlampe ist mir beim letzten Mal aufgefallen, beim Anheizen, dass das Handrad schon sehr warm wurde. Das ist nämlich nicht mehr original und nicht aus Kunststoff, sondern aus Metall. Das sieht auch so aus, als wäre das irgendwie eine Passfeder. Klar, es musste irgendwann sicherlich auch mal weitergehen, dass man den Bulldog anheizen kann. Aber das ist natürlich nicht so ideal, wenn ja, man sich die Finger daran verbrennt oder dann gegebenenfalls, so wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, einen Lappen dann bemühen muss, damit das nicht passiert. Und Lappen und Feuer ist nicht so ideal. Dann mache ich erstmal ein neues Handrad drauf. Das ist das passende Handrad, also das habe ich noch, das passt auch hier zu dem Baujahr von der Heizlampe und jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Mutter lösen, einmal gegenhalten. Oh, das war jetzt so nicht geplant, die Mutter ist irgendwie festgelötet gewesen, seht ihr das? Ja, das ist natürlich nicht so schön und ja, das ist der Handhebel und ihr seht schon, da ist gar kein Gewinde mehr drauf. Das heißt also hier, das kann ich jetzt hier definitiv nicht festmachen, das Handrad, aber macht nichts. Dann werde ich mir erstmal, bevor ich die irgendwann mal repariere, mir eine andere Heizlampe besorgen, bevor ich dann beim nächsten Mal auch den Schlepper anmache. Das heißt, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Nächste Woche Sonntag, 15:15 Uhr. Bis dahin, habt eine tolle Zeit und das Wichtigste, bleibt kultig. Tschüss.